Warum nicht? Schön Rüstungsklasse. Am Schluss müssen wir auf jeden Fall die vorderen vier Leute die Dinger hier süffeln lassen. Wegen mehr Magiewiderstand. Den hier könnte eigentlich auch jemand. Nee, das entfernt leider alle Zauber vom Anwender. Sonst wäre der Trank sehr wichtig für diesen Kampf hier. Ja, seid ihr. Ja? Jetzt steht euch das Hütchen im Weg, oder? Gut. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Beinahe unter meiner Würde. Ja, los, beweg dich da runter, du Hühnchen. Man kann's ja mal versuchen. Ja, gut. Jetzt alle da rein, bitte. So, beinahe danke. Unter meiner Würde. Okay, erstmal heilen, dann buffen und dann geht's zu ihr? Diesem bösen Kampf da unten. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Was? Ihr habt eine Aufgabe? Ja? So, Kalith braucht 9. Ah, Kalith hat Magiewiderstand. Was wollt ihr? Gut, dann kriegt Kalith halt eine große Heilung. Die Dienerin steht zu euren Diensten. Du brauchst so eine. Minsk braucht auf jeden Fall noch eine. Ja, o allgegenwärtige Imoen. Und nochmal Imoen. Die anderen 104, 104, 93, 89, 80, 5, 54. So, geheilt sind alle. Ja, ihr habt gerufen. Dann fangen wir mal mit Zaubern an. Das war eigentlich falsch. Okay, nochmal laden. Den Hastzauber, den gibt es erst, nachdem Tränke geschlurft wurden. Und warum auch immer ständig dieses Abschlussvideo eingeblendet wird, nur weil wir kurz Bier laden. Keine Ahnung. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So. Zaubertrank. 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 Oh, Heldentränke. Zaubertrank. Heldentrank. Den Zaubertrank. Heldentrank. Absorptionstrank. Gib mir mal so einen. So. Ja. Komm mal die da rein. Die kommt zu dir zurück. Du hast keine Tränke. Du hast auch keine Tränke. So, jetzt kann das normale Buffen losgehen. Kann ich euch behelfen? Ja, allgegenwärtige Autoritätsperson. So. Was immer ihr braucht. Ah, das da. Und Verteidigungskoordination. Dann das. Und du noch deine Schutzkugel. Dann fehlt noch dieser Trank hier. So, Magie-Schutztrank. Du kannst das wieder anlegen. Und fertig. So. Komplett gebufft und fertig. Was? Gut. Gehen wir da runter. Okay, es sind schon mal sehr viele Kultis. Willkommen zur Erweckung. Kultistenanhänger. Seelen werden die Bestie nähren, deren Ankunft bevorsteht. Trazea Karol, ihr seid hier. Ich nehme an, das ließ sich nicht vermeiden. Ihr habt Dulags Turm getrotzt, da dürften unsere schwachen Schutzmaßnahmen für euch wohl keine große Sache sein. Aber eigentlich ist das für euch unwichtig. In allen Sekunden
einigen Sekunden, während Kreaturen wie ihr machtlos furzt im Staub liegen. Warum solltet ihr das tun? Dem Unwesen, das ihr erwecken wollt, ist nicht über den Weg zu trauen. Da könnt ihr schwätzen, so viel ihr wollt. Ich werde in eurem Blut stehen, bevor ihr damit fertig seid. Gibt es denn keinen anderen Weg? Ihr werdet doch nicht wirklich solch ein Etwas loslassen. Vielleicht sollten wir uns zusammentun. Ihr werdet mächtige Verbündete brauchen. Beim, was recht und heilig ist, es wird euch nicht gelingen. Man kann seinem Unwesen nicht über den Weg trauen. Ich bitte euch, sagt mir, woher ihr das wisst. Habt ihr die Rituale vollzogen und die Zaubersprüche gelernt? Ich tat es und die Versicherungen von Akletek waren die Früchte meiner Arbeit. Zwar sind die Bewohner der unteren Ebenen sicherlich mit Falschheit beschlagen, aber nur wenn es mit den Schwachen und Dumm, aber nur wenn sie es mit Schwachen und Dummköpfen zu tun haben. Also euch. Ja, wir sind starke und passende Verbündete für diesen neuen Herrscher. Seht, ich breche diesen Dolch und er kommt. Und hier kommt der neue Herr. Okay. Der ist übel. Und das ist ein. Oh, Scheibenkleister. Ja, wer hier ist sterbend gewirkt. Das ist eigentlich nicht gut. Also müssen wir gleich nochmal laden am besten. Ich versuche jetzt mal, ohne das so hinzubekommen. So. Unwesen. Und dann alle auf das Unwesen. Haltet es im Nahkampf fest. So. Währenddessen muss Dina hier die Kultistenanhänger hier langsam töten. Weil aus den Kultistenanhängern spawnt der Dämon immer wieder neu. So. Gut. Oh, auf. Na toll, jetzt wird auf Dina hier sterbend. Dann versuchen wir das mal zu bannen. Okay. Es liegt schon wieder sterbend auf ihr. Dann versuch's nochmal zu bannen. Okay. Sie wurde gefressen. Oder einfach in Stücke gerissen. Das kann man auch sagen. Nicht trauen. Okay. So. Minsk wurde diesmal gelähmt. Ja, du bist ja ein komischer Kauz. Bist schon erledigt. Das ist aber auch kein Problem. Solange auf niemand sterbend wirkt, weil sterbend ist ein Fluch, der ist kaum zu brechen. Oh, und ihr Zauberstab ist alle. Na, nimm neun. Ich bin ganz Ohr. Was wollt ihr? Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Okay. Hilf mal mit. Was immer ihr so gut ihr kann. Und du schießt mal mit sowas hier auf die drauf. Ich brauche eure Diener, wie ihr wünscht. Okay. Du musst dich heilen. Ich bin ganz ohr. Sterbend liegt noch keiner. Okay. Schalt den mal hier weiter aus. So. Jetzt ist noch der Dämon übrig. Geschafft. Abenteuer habt ihr erlebt und Gefahren seid ihr gegenübergetreten. Und dennoch seid ihr mit dem Leben davongekommen. Mörderische Geschöpfe sind euch entgegengetreten und dennoch habt ihr standgehalten. Eure Taten nähern sich dem Ende und die Legenden der Schwerküste liegen damit hinter euch. Die Welt steht jedoch nicht still und wartet auf eure nächsten Abenteuer.
Ja, das waren die Legenden der Schwertküste. Auf Dalisa war gerade sterbend noch gewirkt. Also, das ist der mieseste Fluch überhaupt in diesem Spiel. Aber wir konnten ihn gerade zum Glück noch so bannen. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Nichts leichter als das. Ja, Heldentränke können wir hier einsacken. Netterweise. So. Was? Nichts leichter als das. Ich würde mal sagen, dann gehen wir noch mal kurz zum Zwerg zurück. Geben ihm Bescheid, dass der Dämon tot ist. Gut. Nein, dann noch mal Yahira und Khalid. Die sehen nämlich am mitgenommensten aus. Die sind als einziges mitgenommen, wenn ich das so sehe. Ihr habt eine Aufgabe? Ja. Legt den mal ab. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Du hast keine Heizzauber mehr. Okay. Na gut. Nichts leichter als das. Dann erstmal hier rein. Gut. Seid ihr richtig für den Job oder nicht? Seid ihr richtig für den Job oder nicht? Jetzt steht uns die eine Frau da im Weg. Seid ihr richtig für den Job oder nicht? Ist die Tat vollbracht? Der Tenari ist tot. Wir wollen keine Belohnung dafür haben. Das war eine Selbstverständlichkeit für uns. Ich habe die Macht des Kultes unterschätzt. Ich hätte niemals geglaubt, dass sie fähig sind, den Tenari zu befreien. Ihr habt ihn jedoch fürs Erste vernichtet. Irgendwann wird er wieder zu dieser Ebene zurückkehren können. Doch seid gut Mutes, meine Freunde. Ihr habt alles getan, was in eurer Macht stand. Ihr habt die Schwertküste von einem Dämon befreit. Gehabt euch wohl. Jo. Dann bringen wir die Sache mal. Ich will rasten. Ja, königlich rasten. Das Bier billig. Danke. Ja, beinahe unter meiner Würde. Mein Freund, die Wegfindung. Beinahe unter meiner Würde. So, die ganzen Leichen hier. Die werden ja die Bewohner von Ulgurts Bier irgendwann begraben. Hoffe ich doch mal. So, Aufstellung, Leute. Bitte. Ja, oh Allgegenwärtige. Da wird nochmal hochgeheilt. Bevor wir uns auf den Weg nach Baldur's Gate machen. So. Was? Und so. Eure Dienerin steht zu eurem Diensten. So, noch einmal Khalid heilen. Ja. Nichts leichter als das. So, und dann geht es hierher. 16 Stunden. Beinahe unter meiner Würde. Hier rüber. Wir sind voll geheilt. Wir haben jeder Tränke. Khalid sein Umhang. Nichts leichter. Hier rein, hier durch. Denn jetzt können wir uns endlich nichts leichter als das auf die Fersen von Sarivok machen. So, sobald Kali das geschafft hat. Dann haben wir ihm hast du noch was zu sagen? Was ist das denn? Ja, wir sind auf der Suche nach diesem riesigen Typen, Sarivok. So, der sagt uns auch nichts Neues, nur dass wir das Diebeslabyrinth sollen. So, und dann stellen wir uns mal hier schön auf, bitte.
Minsk. Ja, so gut wie erledigt. Mich kümmert's nicht. Ja, sehr schön. Ihr habt eine so gut wie erledigt. So, dann speichern wir noch ein letztes Mal. Speichern. LP 044. Und dann sehen wir uns gleich wieder.